Okay. Ja, auf die Idee hätten wir halt früher kommen können. Kitschig, kleines Ding da. Ja, jetzt bin ich alles wieder voll mit Gegner. Hey, Kumpel. Der Zug fährt nirgendwo hin. Sorry. Oh Mann, oh. Itzi bitzi glitschi. Na egal. Jetzt können wir die Wand einhauen. Job done. Eigentlich mag ich da nicht hinterher gehen. Da mag ich auch nicht lang gehen. Oh Menno. Na schön, dann gehen wir da lang. Ach, jetzt ist auf einmal ein Speicherpunkt da. Oder ich war vorher einfach blind. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Muss man wirklich aufpassen, wie man überhaupt springt. Ja. Oh, so, jetzt gehen wir da zurück. Und Turbo. Ja. Okay, dann schauen wir uns das an. Okay, wir können da drüber. Hallo, mein. Okay, das war besser.
Weniger. Wobei. Doch. Wenn das sein Geist ist, dann hat da jemand ganz gewaltig drin herumgemixt. Oh yeah. Why did you have to walk that way so late, young man? Why did you have to be so foolish, disillusioned and embittered by his parents' word the child was broken? Physically broken mentally. The man in the white placed him in rolling chairs. How he laughed. And so he lived what remained of his life. One day fate smiled upon him, a smile upon the child, and so he came upon the implement of destruction, decisions. The outcome was not certain. Pro capto lectoris happened to a fatali libelli. Also wahrscheinlich immer a story. Okay. Rollstuhl. Faithful knife, night broken child, foolish, disillusioned. In the rolling chair. Scheiße. Muss ich jetzt echt nachschauen, was das heißt? Text? Na. Okay, my life. Die Notiz haben wir. Auf jeden Fall mal Rollstuhl. Was ist das? Das schaut mal aus wie, ist wie ein Pizzakarton. Auto. Pizzaschachtel. Keine Ahnung. Zettel? Nein, immer nur der gleiche Zettel. Okay. Ist das vielleicht ist das überhaupt Latein oder ist das irgendein fiktiver Scheiß? Ich hab nie Latein gehabt. Es ist nicht so nett.
Okay, jetzt waren die Symbole anders. Ah, okay, wenn man im richtigen anfängt, dann braucht man einfach nur geradeaus rennen. Schön. Gut. Oh, oh. Was bist denn du? Hat er dort im Kreis? Oh, wir sind so fertig. Wow, 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 wir sind sowas von fertig. Okay, okay, okay. Wir müssen den Gang umnehmen, dann rechts, wieder rechts. Okay, alles klar. Fährt der jetzt da? Okay. Kawabanga! Dann rechts. Rechts. Nope. Schön. Oder im Plan verkehrt gewesen. Seriously. Die abmalen. So, diesmal hat man mehr Sicherheitsabstand zu dem Viech. Durch innen irgendwie rechts bleiben. Wie sind denn hier? Ah ja. Na, das
fährt da ein Kreis. Ist der einfach aus dem Nichts aufgetaucht. So, kommt da was? Kommt da was? Okay. So. Ah ja, da ist ein Plan. Okay, das schaut gut aus. Ja. Da hinten schlägt sich was. Schlängelt es uns weiter. Immer rechts bleiben. Und das schaut so nach Tür aus. Yes, he suffered severe spinal damage in the accident. It's a miracle he still retains upper body motion. From the waist down, however, there is no nervous response at all. Not to mention the mental trauma he suffered. What I can tell, Simon is a deeply disturbed individual who had mental problems even prior to the accident.